Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Jupp, jupp, jupp. Da hat jemand ein Müllproblem. Da kommt der Müllmann und biegt Feuer ab. Wieso das denn? Müllmann, komm zurück. Das ist das so, ist ein Hundepark. Ich wollte schon sagen, warum sind da so viele Bäume? Wann gibt es denn sowas? Am Frachthafen kommen sie an und gleich stürmen sie wieder durch die. Da kommen sie alle. Was? Vier Autos. Vier. Ohne Mist. So, mit dem Steuernspielchen, das müssen wir wahrscheinlich nochmal machen. Was wir vor ein paar Folgen mal hatten. Weil ja hier gesagt wird. Alter, ist jetzt mal gut. Ich glaube, geht langsam alles pleite. Entweder liegt es wirklich an der Bildung. Wir hatten doch, war das nicht vor ein paar Folgen, als wir mal wieder Bildung mehr gemacht haben? Dass jetzt hier alle abhauen. Ups, das eine war noch ein funktionierender Betrieb. Na, der war's. Aber es kommt doch keine Nachfrage. Dazu müssen wir wahrscheinlich hier erstmal wieder erhöhen. Dass die Nachfrage hier steigt oder beziehungsweise erhöht wird. Um dann mehr produzieren zu müssen. So. Könnt ihr eure Nachfrage stillen? Das war der Hundepark, ja. Zack. Bing-ling-ling-ling-ling. Ach komm, werdet richtig hell. Jawoll. Dann seid ihr nämlich richtig zufrieden. Du weg, du weg. Aber guck mal, so kann man relativ gut sehen, welche jetzt wirklich verlassen sind, weil die leuchten nämlich weiß. Oder die leuchten nicht, die sind weiß. Ist ja mal voll der Cheat. Achso, nee, das ist nicht so. Das sind auch andere Gebäude, die werden nie leuchten. Tennisplatz. Theoretisch könnte man noch einen zweiten daneben, weil die stehen ja, soweit ich weiß, immer relativ nah aneinander. Mehrere. Sind jetzt glücklicher geworden. Ja. Der Platz. Nee. Doch, machen wir den dahin. Paradox Place. Da fehlt ja nur das Symbol. Ja, das Zeichen. Nee, oder? War da nicht noch irgendwas? Ach ne, doch nicht. Ne, das war bei SimCity, glaube ich, wo sie dann extra noch ein Zeichen drauf hatten. Das Sim-Zeichen, genau. Auf ihrem speziellen Park. Wie sie alle langsam immer mehr abkacken. Das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Aber alles nur mit Büro will ich ja eigentlich auch nicht machen. Das ist nicht das, was ich möchte. Krass, hier bauen sie schon weiter aus, aber hier doch, hier haben sie auch schon gut wieder zugelegt. Anwohnungen. Bei 83.000 Einwohnern, ja, geht voran. Da sind wir ja bald eine Metropole. Oder? 90.000. Das ist das Letzte, was wir erreichen müssen. Ah, weg mit dir. Kathedrale, Dienstleistungsgebäude. Brauchen wir noch 7 Stück. Schulen. Ist da hinten blöd. Okay. Wenn ihr Schulen braucht, kriegt ihr Schulen.
In den Gebieten braucht man, denke ich mal. Hier wohnen halt mehr Leute, also brauchen wir mehr Schulen. Ding, 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 ding. Noch ist es nicht grün. Auch noch eine hin. Vielleicht sollten wir hier mal ein paar Zwischenwege bauen. Das könnte eventuell auch helfen. Einfach mal straight ein paar Wege hier rein. Schief, okay. Da noch. Sagen hier, na gut, bei denen geht's, aber hier unten. Der da. Und hier noch einer. Was ist da los? Ach, hier brennt's. Ne, wo brennt's denn davon? Aber hier ist so eng, müsst ihr nie vorbeikommen. Okay. und es brennt ab. Oh ne, jetzt ist die erste Feuerwehr da. Jo. Die fährt weg. Die fährt auch weg. Da fahrt ihr einfach vorbei. Vielleicht ist die ganz engen Straßen doch nicht das Wahre. Oh, schaffen die das noch? Schaffen sie es noch? Jawohl, haben sie es noch geschafft. Vielleicht sind die ganz engen Straßen doch nicht das Wahre. Vielleicht muss man echt breitere bauen. Aber das. Okay, ich hätte Platz, das auszubauen. Ich schätze mal, die würden dann halt sehr nah aneinander hängen. Aber. Nee. In der Stadt nicht mehr. Sollte nicht eigentlich September? Das Update oder Oktober? Ach, ich weiß es nicht mehr, wann das Update kommt. Ich vergesse auch immer wieder nachzulesen. Schlimm, ne? Habt ihr sie hier? Okay. Dann gibt ihr da noch einen kleinen Park. War schon der Hundepark, ja. Ich sag, ich habe wirklich das Gefühl, dass der mit am meisten bringt. Deswegen mache ich den halt gern. Wenn ich überlege, wie krass der Verkehr mal hier war. Da ist er auch nicht mehr. Ist da jetzt der meiste Verkehr oder was? Okay. Könnt auch da rein und dann da raus, ne? Das erstmal Hauptsache hier stehen bleiben, weil man ja unbedingt dort dann auf die mittlere Spur will, hä? Das ist noch ein bisschen blöd gemacht. Und? Es müssen mehr Leute sterben. Klingt eigentlich total böse, wenn man das sagt, aber es ist. Der wird gerade nicht wirklich voll. Wahrscheinlich sind die gleichen Verbrennungswagen hier. Wie sind sie denn? Krematorienwagen viel zu krass unterwegs. Okay, nee, passt. So, wie viel braucht man noch? 600 Dienstleistungen. Da musst du ja echt daneben stellen. Quadrate. Das könnte man eventuell noch schaffen. Keine Ahnung, wie viel das dann sind hier. Die müssen aber bestimmt besiedelt sein, ne? Ja. Hat sich nämlich nichts geändert. Dienstleistungsgebäude. Ich habe da vorhin drei gebaut. Hat das gezählt? Hinten ist noch gar keine Schule. Wie sollen denn die da hinten zur Schule gehen? Hallo? Oder zählt ihr nicht als Dienstleistungsgebäude? Nö. Oh, das ist einfach noch nicht aktiv.
Doch, ist es ja. Sagenhafte Kathedralenpreis für alle Religionen. Dann zählt die Schule, wie es aussieht, nicht darunter. Polizei können wir noch ein bisschen hier. Da passt einer hin. Die hier in der Mitte habe ich noch gar keine gesetzt. Ich hatte extra die Straßen so geteilt, dass man da auch hinkommt. Aber Polizei gab es dafür noch nicht. So, jetzt ist alles abgedeckt, was Polizei angeht. Abgebrannt, abgebrannt. Hier vorne ist noch eins abgebrannt. Und hier kommt kaum noch was nach. Industrie. Wahrscheinlich sind sie alle wirklich jetzt zu hoch gebildet, um hier arbeiten zu wollen. Ist das nicht ein Krank... Achso, kommt bei Friedhof. Hehe. Torien. Können wir hier noch eins und da noch eins. Damit einfach da hinten auch abgedeckt ist. Ich glaube, das wird nichts mehr mit meiner gewünschten Industrie hier hinten. Sie werden einfach nur immer mehr verlassen hier. Und da muss ich echt bald nur noch ein Büro bauen. Das ist, finde ich, aber ein bisschen blöd. Dazu muss man nämlich dann alle Waren, die irgendwie verkauft werden sollen, importieren. Oder gehen die alle pleite, weil die Infrastruktur so scheiße ist. Und wenn ich mir das hier angucke, wird einfach nur gestapelt bis da oben hin. Strom ist bei weitem genug da jetzt. Habt euch nicht so. Wo war jetzt das Problem? Ist irgendwas weggegangen? Das funktioniert noch. Da ist noch alles. Da ist noch eine kleine Mini-Verbindung. Hä? Was ist denn mit denen los? Die sind miteinander verbunden, die sind miteinander verbunden, die sind miteinander verbunden. Entsprechend sollte das doch alles funktionieren. Drum sollte doch locker flockig bis dahinter gehen. Da, und jetzt da noch irgendwas hin. Hier. Oh. War sehr schlau. Ach, funktioniert das so. Einfach nur, indem ich das hinsetze. So, haben wir noch einen Punkt, wo Strom überspringen kann. Und jetzt reißt... Hallo? Schön. Auch nochmal eine Stromverbindung. Bis dahinter geht's nicht. Hallo? Ich produziere bei weitem genug. Irgendwie irgendwo was nicht verbunden oder so? Sitzt jetzt gleich noch eine hinter. Wo war meine Farm hier?
Trotzdem klappt's nicht. Hä? Doch. Jetzt wieder. Das kapiere ich nicht. Das kapiere ich einfach nicht. Einmal verbinden, bitte. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Hier braucht er nicht mehr über die Autobahn fahren. Könnt ihr da rüber, könnt ihr einfach so. Ne? Bin gespannt, wie die beiden, wie gut die angenommen werden, die zwei Straßen. Oh, da geht schon der erste. Der Krankenwagen. Hey. Apropos Krankenwagen. Polizei. Haben wir hier ja eigentlich noch gar nichts. Ha? So, und eine Feuerwehr. Dann dürfte hier alles wieder bing. Genau. Und ein Krankenwagen. Krankenhaus. Zack. Das hat, wird noch keinen Strom kriegen wahrscheinlich. Aber die freuen sich alle. Dürften. Können auch wieder parken. Nur zur Strombrücke. So, und? Öffentliche Gebäude? 22. Wie? So. Meint ihr diese? Hm. So, im zweiten und am letzten. Für wie lange ist die Frage? Unter 4%. 3. 3, 2. Bin ich ja gespannt. Nein, dahin. Wie lange man das jetzt machen muss? 20 Wochen lang. Ach du Scheiße. Von einem Rauchmelder gerettet. Danke, Feuerwehr. Bitte. Dann darf man ja fast keine Ausgaben haben. Guck mal, 200.000. Wie viel haben wir denn jetzt Einnahmen? Gesamt 10. Wahnsinn. Aber Ausgaben 300.000. Wo ist denn jetzt das meiste? Budget. Okay, so viel. Geht man da gar nicht aus. Das da. Gesundheit. Unterschrauben. 780.000. Scheiße. Immer noch. Bildung. Runter. Wasser lassen wir mal lieber. Ach ja, wie schnell man hier pleite gehen kann. Wie viel haben wir denn? 2 Wochen. Und fast alles weg. Nee, das packen wir jetzt nicht. Da brauchen wir einen größeren Puffer.
Aber weit einen größeren Puffer. 14 ist wieder hoch. 12. 12. Heftig, heftig, heftig. Das hätte ich nie gedacht. 20 Wochen. So, vielleicht hauen sie jetzt auch gleich wieder alle ab. Wenn ja, weiß ich, es lag an meinen Steuerspürchen. Spürchen, genau. Krematorium brennt. Was eine Ironie. Keine 8, also 800 und ein paar Zerquetschte noch. So. Bin jetzt echt am Überlegen. Was mache ich mit den zwei Gebieten hier? Und wir sind eine Megapolis. Wir können alle Gebiete jetzt ausbauen. Also, alle. Wie viel sind es? 9? Und können Monumente errichten. Jetzt bin ich ja gespannt, ob wir schon irgendein Monument errichten können. Jawohl. Den Weltraumlift. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um den Weltraumlift anzusehen. Aber wohin? Was hat er denn? Lärmbelastung. Eine hohe. Hier rein. Ich glaube, ich setze ihn jetzt da rein. Weiß nicht warum. Ich setze ihn ins Eck. Da ist so gleich Stromanbindung. So. Wir haben einen Weltraumlift. Starte mal bitte. Bis jetzt 10. Sind die da rausgeschossen? Wieso kommen da Leute raus? Müssen da nicht eigentlich Leute reingehen? Ui, da fahren sie lang. Dein Sound? Der so ekelhaft ist? Heftig. Was kommt da? Oder der letzte war 159. Krass. Was? Ein Gebäude steht in Flammen. Eine Arztpraxis. Nein. So. Was haben wir denn noch? Bauen Sie ein Observatorium. Bauen Sie Geschäftspark. Bauen Sie Krankenhausplatz. Und ein schickes Einkaufszentrum. Okay. Dem werden wir uns dann alles, dem allen ganzen Gedöns, werden wir uns dann den nächsten Folgen widmen. Hoffe ich zumindest. Alte Nummer 600.000 von über 2 Millionen. Krass. Okay. Ich bedanke mich hier vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen und bis zur nächsten Folge. Ciao.